Salve! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich Neuzugänge für euch schon wieder. Ja, es sind wieder 8 Bücher bei mir eingezogen und ein Buch davon ist ein parapsychologischer Gruselroman, der total gut in diese Zeit passt. Dann habe ich mir 4 Bücher von einem Autor gekauft, von dem ich gerade ein Buch abgebrochen habe. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber das werde ich dann sehen. Ich habe mir einen Klassiker zugelegt, der meiner Buchmuse unheimlich gut gefallen hat. Und am Ende des Videos zeige ich euch mein neues Schmuckstück. Und ich glaube, das ist das schönste Buch in meinem Regal. Und ich hoffe, dass dieses Buch hält, was andere epische Werke versprechen. Der Gruselroman, den ich euch zeigen möchte, ist Das Haus von Olivia Monti. Das hat 194 Seiten und ist bei ePubli erschienen. Also ist das ein Buch einer Self-Publisherin. Das Ganze ist am 11. August 2020 erschienen. Das gibt es aber auch als gebundene Ausgabe und das Ganze wird auch demnächst als Hörbuch erscheinen. Es geht um ein Haus und seine Bewohner. Der Herr Zimmermann, der ist lebenslustig, geschieden und lädt alle Bewohner des Hauses einmal im Monat zum Aperitif auf seine Dachterrasse ein. Just nach dem Morgen dieser Einladung findet die Parapsychologin Nadja den scheuen Medizinstudenten Enis El Aga tot vor dem Haus. Sie alarmiert die Polizei und bald ist klar, Enis ist Opfer eines Verbrechens. Nadja, ihre Freundin Priscilla und die pensionierte Schneiderin Frau Rauhaar, die mutmaßen, wer der Mörder sein könnte. Im Haus gibt es so einige Ausländerfeinde. Handelt es sich um ein Verbrechen aus Fremdenhass? Wer weiß. Wenige Tage später verschwindet Nadjas Nachbar. Als sich herausstellt, dass der beim Joggen einen Herzinfarkt hatte, ist Frau Rauhaar fast schon enttäuscht. Die hat schon fast mit einem weiteren Mord gerechnet. Und ja, war eigentlich bereit, schon auf eigene Faust zu ermitteln. Kurze Zeit später findet man die alte Frau Mooskoop tot in ihrer Wohnung. Die Ermittlungsbeamten stellen fest, dass sie verhungert und verdurstet ist und Priscillas geliebter Hund Churchill stirbt plötzlich. Ja, ist das Haus ein Unglückshaus, fragt sich Nadja. Die Parapsychologin untersucht nämlich Fälle dieser Art. Ein Unglück scheint in einem solchen Haus das nächste zwingend mit sich zu ziehen. Doch dann geschieht ein weiteres Tötungsdelikt im Haus und die These von Frau Rauhaar gewinnt Aufwind. Nach ihr ist ein Mörder am Werk und ja, der wohnt höchstwahrscheinlich mit im Haus. Die Angst der Einwohner steigt ins Unermessliche. Wer ist der oder die Nächste? Das Interessante ist natürlich, dass Nadja, die Erzählerin, hier eine Parapsychologin ist und die Autorin selbst hat schon ein Buch über dieses Thema veröffentlicht und dafür bereits 5 Jahre recherchiert und davon fließt natürlich ebenfalls etwas in diesen Roman. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Buch, weil das ist ein Thema, von dem ich noch nie etwas in der Form gelesen habe. Auch das Setting in Deutschland finde ich sehr interessant. Vielleicht höre ich auch Ende November erstmal in das Hörbuch rein. Kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr gut ist. Und ja, ich bin froh, dass ich das Buch entdeckt habe und dass es bei mir eingezogen ist und ich werde berichten. Ein weiteres Buch, was bei mir eingezogen ist, ist von Sarah Waters Selinas Geister. Ganz einfach aus dem Grund, weil es keine Leseprobe dazu gab und ich dieses Buch eigentlich unbedingt bald anlesen möchte, weil es eben auch um Geister und Parapsychologie geht. Das ist ein Thema, was mich im Moment sehr interessiert, wie ihr merkt. In dem Video Bücher, die euch unter die Haut gegangen sind, was ich euch oben in der Infokarte verlinke, habe ich darüber schon ausgiebig gesprochen, worum es geht und wie meine Erwartungshaltung dessen gegenüber ist. Und das verlinke ich euch, da könnt ihr gerne mal nachschauen. Ich habe auch einen Timecode reinkopiert, also es fängt dann genau an der richtigen Stelle an. Und ja, schaut mal rein, wenn es euch interessiert. Dann habe ich 4 Bücher von einem Autor gekauft und ich weiß nicht so genau, ob das eine gute Idee war, weil ich das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, am Anfang sehr gefeiert habe und dann doch letztendlich abgebrochen habe. Es ist Carlos Ruiz Zafón, Das Spiel des Engels. Das ist Teil 2 der Barcelona-Saga und wir schreiben das turbulente Jahrzehnt vor dem spanischen Bürgerkrieg, als alles aus den Fugen gerät. Die Bevölkerung Barcelonas explodiert, die Stadt expandiert. Gaudi erschafft seine Kathedrale, Banden kontrollieren ganze Stadtviertel und die Anarchisten zünden ihre Bomben. Der junge David Martin fristet sein Leben als Autor von mysteriösen Kriminalromanen und Detektivgeschichten. Als ernsthafter Schriftsteller verkannt, von einer tödlichen Krankheit bedroht und um die Liebe seines Lebens betrogen,
scheinen seine großen Erwartungen sich in nichts aufzulösen. Doch einer glaubt an sein Talent. Der mysteriöse Verleger Andreas Corelli macht immer ein Angebot, das Verheißung und Versuchung zugleich ist. David kann nicht widerstehen und ahnt nicht, in wessen Bann er gerät. Also es geht wieder um den vergessenen Friedhof der Bücher und das Ganze ist wieder Spannung, Fantastik, es geht um Freundschaft und um die Liebe und um Schrecken und um Intrigen und es hört sich wirklich gut an. Der erste Teil war mir ein bisschen zu sehr wie ein Krimi geschrieben, nichtsdestotrotz würde ich diesem Buch, auch weil ich tatsächlich diese alten, wunderschönen, gebundenen Ausgaben aus dem Fischer Verlag jetzt komplett habe zu der Reihe, möchte es auf jeden Fall nochmal probieren. Ich gehe ja jetzt auch mit einer anderen Erwartungshaltung an seine Romane und sein Schreibstil ist natürlich unumstritten wundervoll und deswegen allein gebührt ihm der Respekt, einfach seine Bücher auszutesten und ich hoffe, diese Geschichte packt mich ein bisschen mehr. Der Gefangene des Himmels ist Teil 3 der Barcelona-Saga. Je wird das traumschöne Barcelona aus dem Schlummer gerissen und zum Schauplatz eines rasanten Abenteuers. Als Fermin, der Herumtreiber, überraschend Besuch von einem mysteriösen Fremden bekommt, holen ihn finstere Intrigen aus der Zeit des Spanischen Bürgerkrieges ein. Sie bedrohen nicht nur sein Leben und Liebesglück, sondern schlingen sich auch bald um das Glück seiner Freunde. Ja, auch das ist wahrscheinlich ein Buch, was auf dem davor basiert. Aber ich glaube, soweit ich das verstehe, kann man die Teile alle einzeln lesen. Und es gibt tatsächlich noch einen Teil aus der Reihe, den ich gekauft habe. Und das ist Labyrinth der Lichter. Ein Auftrag der politischen Polizei führt die eigenwillige Alicia Gris von Madrid zurück in ihre Heimatstadt Barcelona. Unter größter Geheimhaltung soll sie das plötzliche Verschwinden des zwielichtigen Ministers Mauricio Valls aufklären, dessen dunkle Vergangenheit als Direktor des Gefängnisses von Montjuïc ihn nun einzuholen scheint. In seinem Besitz fand sich ein geheimnisvolles Buch aus der Serie Das Labyrinth der Lichter. Alicia erinnert das auf schmerzliche Weise an ihr eigenes Schicksal. Es führt in die Buchhandlung Sempre und Söhne tief in Barcelonas Herz. Das ist die Buchhandlung, in der der Protagonist aus Teil 1 arbeitet. Der Zauber dieses Ortes nimmt sie sogleich gefangen und wie durch einen Nebel steigen Bilder ihrer Kindheit in ihr auf. Doch die Antworten, die Alicia findet, öffnen die Tür zu einer finsteren Intrige und bringen all jene in Gefahr, die Alicia am meisten liebt. Somit hätte ich die Reihe komplett. Ich hoffe, es packt mich beim nächsten Mal mehr, weil ich bin ganz stolz, dass ich jetzt wirklich alle diese gebundenen Bücher bei mir habe und ja, mal gucken, wann ich sie anlesen werde. Sie klingen alle schon vom Konstrukt her ähnlich, aber ich bin jetzt anders eingestellt und werde eben auch anders an die Geschichten rangehen. Ein weiteres Buch von dem Autor, was aber nicht in diese Reihe gehört, ist Marina. Und ganz viele Booktuber haben das gerade auch gelesen und auch von einer wundervollen, düsteren Stimmung erzählt und waren ganz begeistert. Und deswegen musst du das bei mir auch einziehen. Ist auch eine gebundene Ausgabe. Und die Buchrücken kann ich euch gleich ja alle nochmal zeigen. Die passen nämlich alle zueinander. In dem Buch geht es um Oscar 3. Als Oscar das Mädchen Marina trifft, ahnt er nicht, dass sie sein Leben für immer verändern wird. Mit ihrem Vater lebt sie in einer alten Villa, wie in einer vergangenen Zeit. Marina bringt Oscar auf die Spur einer mysteriösen Dame in Schwarz und bald befinden sich die beiden mitten in einem Albtraum aus Trauer, Wut und Größenwahn, der alles Glück zu zerstören droht. Oh je, das hört sich wirklich düster an. Das Cover gefällt mir allein auch schon sehr gut und wenn die Barcelona-Reihe mich nicht begeistern kann, vielleicht kann es dieses Buch. Und ja, ich zeige euch jetzt nochmal die ganzen Buchrücken von all den Büchern. So sehen die also alle aus, wenn man die beieinander hat. Unten seht ihr, Der Schatten des Windes ist also, glaube ich, auch sein berühmtestes Buch. Und ich finde, die sehen klasse aus und ich freue mich schon, wenn ich die so in mein Regal stellen kann. Ein weiteres Buch, was ich eigentlich schon letzten Monat euch hätte vorstellen sollen, weil es da schon bei mir eingezogen ist, aber habe es vergessen, ist Die Glut von Sandor Marei. Das Ganze hat 224 Seiten und ist im Piper Taschenbuchverlag ebenfalls erschienen, weil diese Ausgabe gibt es auch nicht mehr. Die habe ich bei Rebuy bekommen und die Taschenbuchausgabe aus dem Piper ist am 1. April 2009 nochmal aufgelegt worden. Natürlich habe ich das Ganze wieder bei der lieben Yvonne Lesen und so gesehen, meine Buchmuse, und die war ganz begeistert.
begeistert von diesem Buch und deswegen ist es einfach ungelesen, unangelesen bei mir eingezogen. Ich vertraue ihr nämlich da sehr. Es geht um Henrik und der hat sich 40 Jahre lang darauf gefreut, dass sein Jugendfreund Konrad endlich zu Besuch kommt. Er kündigt sich an und ja, nun kann die Frage beantwortet werden, die Henrik seit Jahrzehnten auf dem Herzen brennt. Welche Rolle spielte damals Christina, Henriks schöne junge Frau? Warum verschwand Konrad nach jenem denkwürdigen Jagdausflug Hals über Kopf? Eine einzige Nacht haben die beiden Männer, um den Fragen nach Leidenschaft und Treue, Wahrheit und Lüge auf den Grund zu gehen. Ich bin so gespannt auf dieses Buch. Ich glaube, das Ganze wird ein großartiger Dialog und ich glaube, das wird auch ein Post-it-Massaker, aber ich habe es so gewollt, es ist bei mir eingezogen, es ist auch nicht so besonders lang und ich möchte es alsbald lesen. Dann ist noch ein weiteres Buch bei mir eingezogen, was ich, glaube ich, unterschlagen habe in meiner Ansage. Waren es jetzt 8 oder 9 Bücher? Ich habe nicht mitgezählt. Ist eigentlich auch nicht wichtig. Auf jeden Fall diese wunderschöne Ausgabe von Virginia Woolf's Mrs. Dalloway. Das ist die Schmuckausgabe, die Illustrierte aus dem Koppenrad Verlag. Und ich werde über dieses Buch einen Vlog drehen, wenn dieser Vlog online ist, dann kommt er natürlich oben in die Infokarte. Die müsste jetzt aufploppen, wenn er online ist. Und in dem Buch geht es um Mrs. Dalloway, die lädt zu einer Party ein und unerwartet kommt ihre Jugendliebe irgendwie zu Besuch, vielleicht auch auf diese Party, das weiß ich nicht genau. Und dann fängt Mrs. Dalloway an, sich zu erinnern und fängt an, alles in Frage und in Zweifel zu stellen. Und meisterhaft zieht Virginia Woolf die Leser immer tiefer in die Gedanken ihrer Figuren hinein und stellt damit zugleich deren Leben in Frage. Hört sich großartig an, ist ein wunderschönes Buch. Ich wollte schon so lange was von Virginia Woolf lesen. Das mache ich jetzt im Rahmen der Klassikerwochen. Falls ihr das nicht kennt, auf YouTube durch die liebe Sophie vom Kanal Verstand sind die Klassikerwochen ins Leben gerufen worden. Das ist jetzt, glaube ich, schon das vierte Mal, das dritte Mal, vielleicht auch das fünfte, ich bin mir nicht sicher. Es gibt dazu auf jeden Fall eine Playlist, die kann ich euch auch gerne verlinken in diesem Video, wenn ich dran denke hoffentlich. Und Mitte, Ende Oktober werden alle Videos dazu online sein. Mein Beitrag wird ein Lesevlog von Mrs. Dalloway sein und ich freue mich schon ganz doll drauf. Und in dem Vlog werde ich euch natürlich ganz viel von diesem wunderschönen Buch zeigen. Jetzt komme ich extra mal ein bisschen näher, weil ich euch dieses wunderschöne Buch ein bisschen von nahem zeigen will. Und es geht um Dune. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass ich in letzter Zeit sehr viel von diesem Buch geredet habe. Das Ganze hier ist die Barnes & Noble Leatherbound Classic Edition. Das war nicht ganz so einfach, das zu bekommen. Das gibt es auch auf Deutsch. Ich verlinke euch alles, was ich finden kann, unten. Das ist eigentlich auch nur der erste Teil einer Reihe. Soweit ich das verstanden habe, kann man das aber auch als abgeschlossenen Band lesen, wenn man das möchte. Dieses Buch hier hat jetzt 565 Seiten und ja, es ist der erste Teil der Dune-Zyklen. Das ist eine zusammengehörige Reihe von Science-Fiction-Romanen, geschrieben von Frank Herbert. Bis zu seinem Tod 1986 wurde diese Reihe oder dieses Buch mehr als 12 Millionen Mal verkauft und vielfach ausgezeichnet. Es gilt als das meistverkaufteste Science-Fiction-Buch aller Zeiten und es ist so lange komplett an mir vorbeigegangen, aber dann habe ich den Trailer von dem neuen Film, der rauskommen soll, gesehen. In der Hauptrolle dort ist Timothy Chalamet als Paul, den kenne ich aus dem Netflix-Film King, in dem er Henry den V. spielt. Und in diesem Film habe ich mich in Timothy Chalamet verliebt. Der ist 25, riesig und dünn wie ein Lauch, aber er hat Wangenknochen, die ich als 20-Jährige anbeten würde. Und dazu ist er noch ein grandioser Schauspieler, finde ich. Ich weiß nicht genau, worum es in Dune geht. Der Trailer erinnert mich sehr an Star Wars. Man muss dazu sagen, dieses Buch und diese Geschichte gab es vor fast allen anderen Geschichten. Vor Game of Thrones, vor Star Wars, vor
Der Herr der Ringe nicht. Das wurde ein paar Jahre früher geschrieben. Nichtsdestotrotz kann man hier so viele Sachen sehen und lesen, die in anderen Büchern wiederverwendet wurden. Und ja, für mich ist das der Urgestein der Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten. Science-Fiction ist es ja eigentlich auch nur, weil es auf anderen Planeten spielt. Und da ich gerade eh in der Science-Fiction-Phase bin, kommt mir das ganz gelegen. Es geht um Paul und Paul ist ein 15-jähriger junger Mann und steht kurz vor dem Aufbruch nach Arrakis. Und Arrakis ist der Wüstenplanet, der eben auch Dune genannt wird. Er ist Sohn einer Bene Gesserit. Das ist eine Schwester eines Ordens und einem Herrscher von einem ganzen Planeten. Er sollte eigentlich eine Tochter werden, aber Jessica, die Nonne, seine Mutter, konnte seinem Vater den Wunsch nicht abschlagen. Er wollte einen Jungen haben. Er scheint irgendwie über eine Gabe zu verfügen. Manche seiner Träume werden nämlich wahr. Und eine weise alte Frau, die wir auch direkt am Anfang kennenlernen, prüft ihn auf Herz und Nieren. Und es ist seine schmerzlichste Prüfung, die er bisher jemals hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die etwas alte weise Frau meint, er könnte der prophezeite Kwisatz Haderach sein. Und das ist jemand, der eine Substanz einnehmen kann und in die Erinnerungen und Orte von vielen, vielen Personen gelangen kann. Bisher sind alle, die probiert haben, diese Substanz einzunehmen, gestorben. In dem Buch geht es also um Macht, es geht um Völker, es geht um Feinde, es geht um Kreuzzug und große Schlachten und um übermächtige, epische Wüstenmonster. Ich weiß nicht, ob ich den Inhalt des Buches richtig wiedergegeben habe. Ich habe tatsächlich erst die ersten 2 oder 3 Kapitel gelesen und es gibt nichts, was ich lieber tun würde, als im Moment dieses Buch zu lesen. Am Anfang wird man ganz erbarmungslos in dieses Buch hineingeworfen. Man muss sich also wirklich erstmal richtig orientieren. Es ist sehr, sehr episch geschrieben. Das Ganze liest sich ungefähr so wie die Bücher von George R. R. Martin. Also der Schreibstil ist absolut grandios. Die Welt erinnert mich ein bisschen an Star Wars, der Schreibstil ein bisschen an George R. R. Martin. Die Namensgebung ist auch genial. Und ich denke, hier haben sich viele Fantasy- und Science-Fiction-Schreiber inspirieren lassen. Und ich bin einfach so froh, dass ich diese Geschichte jetzt entdeckt habe. Ich habe ein bisschen diese Hoffnung, dass das Buch wirklich das hält, was andere epische Geschichten, die leider kläglich auch zum Ende hin versagt haben, dass es das Versprechen hält. Und vielleicht dieses und nächstes Jahr, es kann sein, dass ich euch mit diesem Buch unheimlich anfixen werde. Es kann auch sein, dass ich dieses Buch abbrechen werde. Es kann alles sein, aber ich habe wieder Hoffnung und das ist das, was zählt. Und eins der schönsten Bücher in meinem Regal. Ich freue mich sehr. So, der Akku blinkt schon seit geraumer Zeit. Ich hoffe, ich kriege noch meine Verabschiedung hin. Ich freue mich natürlich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Könnt mir ja mal sagen, ob es irgendeine Geschichte gibt, auf die ihr total gehypt seid im Moment. Ob es euch mit Dune auch so ergeht, ob ihr die Geschichte selber kennt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Daumen, auf euer Abo. Ihr kennt das Spiel und wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut. Bye, bye. Also die 14 oder mit welcher du immer fährst, die kommt immer 24, 54. Ja, dann musst du jetzt ein bisschen warten. Oder willst du über den Bahnhof fahren? Soll ich dir eine Verbindung schicken? Und mein Beitrag wird ein Leseflock. Flock.